Dort, wo momentan der Bär tanzt, das ist London. Dort wird Cricket gefechtet, geschwommen und eben auch Fußball gespielt. Wobei für die Schweiz eben nicht. Nach dem Spiel gegen Mexiko ist man ausgeschieden und ist gestern dann auch heimgekommen. Aber, wie man so schön sagt, nichts ist so schlecht, als für etwas Gutes ist. Denn wir haben unsere zwei Spieler wieder, Josip Dirmitsch und Oliver Puff. Und der Oli hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Oli. Happy Birthday to you. Music up, power. Es war eine riesige Erfahrung und die Erfahrung kann uns niemand nehmen, ob Erfolg hin oder her. Und ja, es wird so sein, dass wir einfach die sind, die an Olympia waren. An dem gibt es nichts mehr zu rütteln. Ja, schon klar ist man müde von der Fahrt, von diesen Flügen und all dem das. Aber ja, wir versuchen jetzt alles dazu zu machen, dass wir zurückkommen und dass wir wieder fit sind und dass wir eigentlich vom aktuellen Stand sind. Es verwundert mich, dass wir eigentlich so wenig Punkte geholt haben, weil wenn man schaut, wie trainiert wird in den Trainings, was für eine Qualität das in dieser Mannschaft steckt, ist das für mich eigentlich ein Rätsel, weil auch heute Morgen, als ich das erste Training wieder mit der Mannschaft gemacht habe, muss ich einfach sagen, die Qualität ist hoch, wir haben Qualität, wir haben sehr gute Spieler, wir haben einen sehr guten Kader. Jetzt müssen wir das einfach nur noch auf den Platz bringen. Mit uns zwei kann man glaube ich nicht mehr rechnen. Ich weiss jetzt noch nicht, was der Trainer macht. Ich hoffe es, wir sind dabei. Ich denke es zumindest, aber ja, das liegt am Trainer. Also ich denke, man befasst sich schon mit dem Gegner. Man schaut genau, wie er spielt. Aber schlussendlich muss man auf seine Leistung schauen, auf die Leistung der Mannschaft. Wir müssen unser Spiel spielen. Und das muss gegen jeden Gegner so sein. Ob jetzt da Basel, Lausanne oder Servet auf dem Platz steht. Wenn wir unsere Leistung bringen und eine gute Leistung zeigen, dann wird das Resultat dementsprechend sein. Und wir werden uns natürlich ein paar Informationen von Lausanne anschauen oder anhören vom Trainer. Aber schlussendlich zählt unsere Leistung. Yo.